Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und mal wieder als Killer, wir wechseln uns ja in letzter Zeit schon so ein bisschen ab. Wir sind jetzt wieder das Schwein und die letzte Folge Jake Park und dann wieder Schwein. Aber ich glaube, wir werden jetzt auch ein bisschen öfter mal das Schwein spielen oder diesen Killer besser gesagt spielen, weil ich echt Gefallen an ihm gefunden habe oder es ist ja eher eine Frau, also an ihr gefunden habe. Und ja, deswegen nicht wundern, wenn in nächster Zeit öfter mal dieser Killer hier kommt. Aber wir sind auf der Swamp Map jetzt einfach mal gestartet und wir schauen einfach mal, wie uns das alles so passt. Weil normalerweise finde ich den Sumpf eigentlich ganz gut als Killer, aber auch als Überlebender. Das ist eine recht ausgeglichene Map meiner Meinung nach. Und Claudette muss jetzt gleich schon dran glauben, hoffentlich. Und durch ihr schlechtes Movement haben wir sie auch direkt bekommen. Und ich habe hier auch sie direkt gehört, deswegen habe ich schon mal einfach provisorisch geschlagen. Ja, kann sie T-Bagen. Viel bringt ihr das jetzt nicht, dass sie uns hier geflasht hat. Kein Problem, dann nehmen wir sie in der Zwischenzeit. Bis jetzt eine sehr interessante Spielweise von denen, auf uns zuzurennen und direkt zu teabaggen. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Vor allem wusste ich jetzt, dass sie in der Nähe ist und dann wirklich jetzt auch gleich versuchen wird, sie abzuhängen. Von daher bin ich nicht wirklich weit gegangen und bin direkt wieder zurückgekommen. Und der eine ist immer noch auf dem Boden, der eine Überlebende. Damit haben wir jetzt drei Stück schon. Ich habe ihn gerade nicht gefunden und da ich sie jetzt gesehen habe, ah, okay. Der vierte hat wirklich jetzt mal geholfen und ihn aufgehoben. Aber das soll uns nicht stören, weil wir haben jetzt schon ordentlich Punkte gesammelt durch ihre komische Spielweise. Da hören wir auch jemanden wieder schreien. Claudette sehr wahrscheinlich, würde ich mal sagen. Zu unserer Linken müsste sie sein. Ja, da ist sie auch. Und ist es Claudette? Ja. Ich meine, sie an sich hat jetzt ja nicht geteabaggt, aber so wie es aussieht, ist es ein Team. Von daher tut es mir nicht sonderlich leid und wir haben sie jetzt auch bekommen und können sie wieder aufhängen. Normalerweise sollte man es möglichst vermeiden, einen Überlebenden direkt hintereinander zweimal aufzuhängen, aber es stört mich in dieser Runde jetzt nicht so wirklich, weil wegen Teabaggen etc. Und durch Make Your Choice oder Triff Deine Wahl konnten wir sie direkt in den Todesstatus versetzen. Weil sie hat gerade Claudette abgehangen und deshalb hatten wir jetzt die Chance, sie mit einem Schlag wirklich down zu kriegen. Und da hilft auch nicht die Flashlight wirklich weiter. Und da wird sie wirklich direkt wieder abgehangen. Okay, und sie hat aufgegeben, so wie es scheint. Soll uns nicht stören bei dieser Spielweise. Das würde mich ja noch freuen, wenn wir Mac da jetzt gleich mal irgendwie bekommen würden. Weil sie ist auch unter anderem diejenige, die nicht ganz so gut spielt. Oder ein bisschen Arschloch-like spielt, wie ich sagen würde. Und sie haben immer noch keinen Generator geschafft, von daher großer Vorteil für uns. Ja gut, sie hat sich jetzt erstmal selbst an dem Hook getötet und sie dachte sich auch so, nö, brauche ich nicht, ich heile mich vor dir. Wegrennen ist was für Weicheier.
Keine Ahnung, was wirklich gerade mit denen los ist. Ja, komm schon runter. Ja, sehr gut. Und auch dafür war sie zu langsam. Also momentan sind wir noch sehr viel überlegender als sie. Ah, schade. Ja, es ist wirklich geschafft, mit der Palette sie frei zu bekommen. Hä? Wo ist sie denn hingelaufen? Ich wollte doch sagen, irgendwo hier ist jemand hingelaufen. Und Claudette war es, die uns gerade noch entkommen ist. Der zweite ist damit jetzt auch schon tot. Also es sieht sehr gut für uns aus. Und hier haben wir gerade den nächsten irgendwo gehört. Von daher schauen wir uns einmal um. Keine Ahnung, wo derjenige da war. Auf jeden Fall muss einer der Überlebenden da ganz links unten auch noch die Falle vom Kopf abbekommen. Von daher bin ich jetzt gerade auch mal zu diesem einen Kasten hingelaufen. Und da sehen wir, glaube ich, auch schon jemanden. Und ich würde mich nicht wundern, wenn es derjenige mit der Bärenfalle auf dem Kopf ist. Ist das Mac? Ich glaube, es ist Mac. Wenn wir sie jetzt hier nicht verloren haben. Ich bin immer noch irgendwie der Meinung gewesen, dass sie hier ist, aber scheint irgendwie nicht so. Aber damit dürfen wir uns auch nicht zu lange aufhalten. Von daher sollten wir jetzt langsam auch mal wirklich weitergehen, weil sonst verlieren wir irgendwann die Dominanz. Ich höre doch hier jemanden. Ah, und da arbeitet auch jemand am Generator. Ah, schade. Da rechts war auch gerade Claudette. Aber wir verfolgen jetzt mal fairerweise sie erst. Claudette wäre nämlich auch sehr wahrscheinlich direkt tot. Von daher versuchen wir einfach mal sie zu bekommen und das Spiel wenigstens noch ein bisschen Freiraum zu geben. Oh Gott im Himmel. Ja, war natürlich jetzt sehr unvorteilhaft für uns. Oh, aber dafür haben wir sie jetzt sehr gut abgelaufen. Aber sie weicht schon ein bisschen besser aus als die anderen. Aber schlussendlich haben wir auch sie bekommen. Ach, Mac war es, die da noch weiterhin zur Verfügung stand. Okay, da ganz hinten werde ich den Haken vielleicht doch nicht schaffen. Von daher nehmen wir jetzt den hier einfach.
Ich meine da gerade was gehört zu haben. Aber May könnte jetzt natürlich wieder überall sein. Sie könnte sich natürlich jetzt auch schon wieder an der Falltür befinden. Aber tut sie nicht, sie wartet ganz in der Nähe vom Haken. Und wird jetzt vermutlich sie versuchen abzuhängen. Aber das ist, oh Gott, das haben wir nicht rechtzeitig verhindern können. Aber wir haben trotzdem beide bekommen. Und damit haben wir mal wieder alle vier Leute bekommen. Ein sehr cooles Spiel und wie schon gesagt, ich fange mittlerweile echt an, diesen Killer sehr gut zu finden. Von daher freut euch sehr wahrscheinlich auf viele weitere Folgen mit dem Schwein. Wir sollten auch eigentlich diese Runde wieder sehr viele Punkte gesammelt haben. Da bin ich eigentlich zuversichtlich. Wir haben fast alle, glaube ich, zweimal aufgehangen. Jetzt holen wir uns hier auch noch so ein bisschen die Eventhaken, weil wir wirklich die Zeit dafür haben. Und damit bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.